Da ich mich sehr genau an meine Geburt erinnern kann, kann ich sagen, dass ich seit Anbeginn meines irdischen Lebens hier sehr, sehr stark verbunden war mit der Urquelle allen Seins. Das war wie mein Fixstern am Himmel, der es mir wirklich ermöglicht hat, durch die vielen, vielen, vielen Täler in meinem Leben nicht nur durchzukommen, nicht nur zu überleben, sondern auch den göttlichen Sinn hinter den Dingen zu verstehen. Natürlich alles nicht sofort, aber mit der Zeit. Ich habe als Kind oft meinen Schutzengel wahrgenommen. Sehr oft auch, als ich musiziert habe. Wenn wir Musik machen, ist das auch ein wunderbares Mittel, dass sich unsere Kanäle öffnen können. Und da habe ich das oft erfahren. Meine erste Nahtoderfahrung hatte ich, als ich 15 Jahre alt war. Und mir ist es auch ein-, zweimal passiert, dass ich die Aura von Menschen gesehen habe. Das heißt, ich war mit dieser Materie immer in Berührung. Und es war nichts Fremdes für mich. Und vor 2 Jahren, da öffneten sich meine Kanäle ganz massiv. Und auch dann habe ich es als etwas sehr Natürliches empfunden, mit den Hellsinnen im Alltag zu leben. Und irgendwann habe ich von der geistigen Welt in einem Channeling, was für mich gemacht wurde damals, habe ich verstanden, ich darf es quasi professionalisieren. Und so habe ich dann auch eine Ausbildung gemacht, dass mir diese Sinne auch wirklich konstant zur Verfügung stehen und ich nicht vom Zufall abhängig bin, dass ich in dem Moment diese Sinne aktivieren kann oder nicht. Das Channeling ist für mich im Leben ein ganz, ganz großes Geschenk. Einmal für mich selbst, ich mache es ja jeden Tag, auch für mich in meinem Leben und auch für andere Menschen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass mich diese Arbeit so tief berührt und so tief erfüllt. Vor allem dann, wenn Menschen nach einem Channeling zu mir kommen und mir berichten, wie sehr sich ihr Leben mit dem Channeling transformiert hat. Manchmal werden ja auch in einem Channeling direkt Heilenergien mitgesendet, die natürlich auch auf unbewusster Ebene wirken können. Das ist überhaupt das Schöne am Channeling, dass wir Themen, die auf unbewusster Ebene sich befinden, dass wir die ins Bewusstsein holen können. Das heißt, Themen, die wir über die reine kognitive Arbeit, an die wir gar nicht kommen würden, die können über ein Channeling auf die bewusste Ebene gebracht werden. Es kann so, so, so viel geschehen. Und wenn, wie gesagt, dann Menschen zu mir kommen und sagen, wow, meine Beziehung, die Beziehung zu meinem Sohn, die über Jahrzehnte verhärtet war, transformiert sich gerade. Mein Leben wird leichter. Mein Leben wird erfüllter. Ich komme ein Stückchen mehr in die Selbstliebe. Es bewegt sich was im Leben. Ich sehe klarer, wo es hingeht. Ah, ich habe Erkenntnis gewonnen. Ich verstehe jetzt die Zusammenhänge. All diese Dinge sind so rewarding, so, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ach, oh mein Gott, erfüllend? Ein bisschen anders, aber in diese Richtung. Und jedes Mal, wenn dann eine Klientin oder auch ein Klient natürlich zu mir kommt und mir das rückmeldet, fühle ich für mich, ja, das ist der Sinn meines Daseins hier, der Sinn meines Lebens hier, um mitzuwirken, dass wir Menschen in die Liebe finden.